Willkommen, Freunde, im Tal der Qual. Richtig, bei Dead by Daylight. Mal wieder online mit dem sympathischen Onkel. Hallöchen. Und ich mach mal meinen ersten Generator, ne? Oh. Ich glaube, es ist der Kettensägenmann. Ich glaube auch, denn ich habe keinen Döngeln und ich habe auch noch keine Falle gesehen. Irgendwie soll man das ja an den Haken erkennen, aber... Keine Ahnung. Ach! Und im letzten Part habe ich ja, so gesehen, qualvoll um mein Leben gekämpft. Aber ich bin dennoch einen Rangpunkt aufgestiegen, weil ich 10.070 Punkte hatte. Ja. Der erste Generator ist 3/4 voll. Scheiße, hier habe ich keinen Überblick. Ich habe mich total... Ne, er hat einen Fallenleger. Und fertig. Ich suche gerade das Feld ab. Boah. So, zweiter Generator ist Hälfte fertig. Ich mach gerade, ist fertig hier. Oh, bist ja gleich schon um die Ecke bei mir. So, ich habe auch die Falle entschärft. Okay. Die hier im Feld rum lag. Bist du auch im Feld? Nein. Da, wo es ihm geknallt hat, da war ich. Das Knallen sieht man als... Ah, guck mal, hier ist der Generator fast fertig, den mach ich fix. Fertig. Okay. Ich bin hier bei dem anderen. Ist zur Hälfte fertig, gleich 3/4. Ah! Wer ist denn jetzt in die Falle gelatscht? Gar keiner. Wurde, glaube ich, gemacht. Repariert. Sabotiert. Jetzt haben wir es. Vielleicht ist das sogar... eine Booster... Ausgang ist frei. Jo. Ach man, war ja klar. Scheiße, kommst du raus, oder? Nö. Hat er dich? Jetzt hat er mich, aber hier hängt sogar ein Haken gleich. Hälfte gewickelt. Okay, und Pix. Ich bin der rennt. Er schlägt mich. Jo, er kämmt. Er geht jetzt. Nee. Du glotzt mich nur doof an. Ich sehe ne. Scheiße. Was machen wir denn da jetzt?
Ja, mich sterben lassen, ne? Scheiße, Mann. Geh doch mal weg. Ich stehe ja genau neben dir, das gibt's doch gar nicht. Ja gut, das war's. Ich ja auch aufzudrücken jetzt. Warum müssen wir jetzt genau war's. Hier in die Raben kommen, ey? Ja egal, bleib da, bleib da. Da ist gar nicht der Clayfordio, ne? Ja. Oh, ich hasse solche Camperfotzen. Scheiße, es tut mir leid. Das alles kein Problem, kein Problem. Und einen Punkt verloren. Der Kung ist ein Solospieler. Ich gehe raus. Ja, mach das. So. Ich habe keinen Punkt bekommen. Warum? Mal verliert man und mal gewinnen die anderen. Ne? Richtig. Gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und tschaußen. Tschüss. Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Wir sind bei den verfallenen Kuhstall und wieder mit einem Start ist der der Sergeant Möller. Meinsens. Und wir zocken online. Und ich mache einen Haken. Ja, ich auch. Bin gerade dabei. Ja. Na komm schon. So, der erste Haken ist weg. Und der kommt zu mir natürlich. Anfallmann ist das wieder. Ach, jetzt fängt das Spiel wieder an zu ruckeln. Ja, da ist er. Sehen. So, jetzt geht's weiter mit dem Haken. Da treibt sich die ganze Zeit bei mir rum, Mann. Vorsicht, an dem einen Generator ist eine Falle. Der mitten im Feld. Also beim Dingsbums, beim Mähdrescher. Okay. Wahrscheinlich. Ja, man hat auch einen Generator. Haken Nummer 2. Wird gestartet. Ja. Jetzt habe ich aber viele Skill-Checks. Jo. Irgendjemand ist in die Falle gelatscht.
Reaktorgenerator an. Sehr schön. Ach, jetzt versau ich den ohne Entschuldigung. Ich bin so ein Blödmann. War wieder so ein Beispiel, wie ich immer rummecker, weißt du? Solche Typen, die an den Generator kommen und dann... Und puff, boah, genau. Los komm, den zweiten will ich hier auch noch fertig kriegen, Haken. Sehr schön, Nummer 2. Bin ich noch einen dritten? Ja, still halt wieder. Ich habe das Gefühl, bei mir geht es gleich klein. Bei der Fallensteuer ist schon Banause. Gut, er hat mich mal wieder gestört. Oh, hat mich so schrecklich. Ach, ich voll Idiot. So, und auf geht's wieder zum Haken. Ja, machen wir auch gerade wieder einen Haken. Einen Haken. Aber mich würde es mal wissen, ob wenn ich einen Haken verkacke, ob das der auch sieht. Glaube nicht. Haken präpariert. Meiner ist auch gleich fertig. Nur das zieht ordentlich immer richtig viel ab, wenn man den Haken versaut. Boah, fick. Ja, sicher, mich hat er wieder. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ganz genau bei mir vorbei. Diese kleine Missmade. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ist irgendein Ausgang offen? Ich hab keine Ahnung. Ich bin hier gerade auch bei dem Keller und guck doof. Och Mann. Immerhin wurde hier der Haken gemacht. Und hier ist ein Haken. Ich glaube aber, da ist kein Camper, so wie ich das sehe.
bin der dann rechts neben dir hockt. Ja, er macht gerade eine Falle. Ziemlich weit weg sogar von mir. Er geht weg, oder? Nee. Ja, das ist ein Camper. Ah, nee, er geht weg. Nee, doch nicht. Ich weiß gerade nicht, was ich machen sollte, weil er da die ganze Zeit rumschlammelt. Schockierend, guck wieder doof, das gibt's doch ja, gar nicht. Ja, ich sehe dich, ja. Mann, ey. Ja, nicht? Verschwinde. Verschwinde. Ich halte sie noch so lange auf, wie es geht. Verschwinde. Und ich bin weg. Ich sehe die Ausgänge irgendwie nicht. Doch, einen Ausgang haben sie schon. Ich hasse solche Spieler. Ja gut, wenn sie halt anders nicht können, sind halt wirklich gesagt Noobs. Ja, ich drücke jetzt mal die Beleidigung raus. Scheiß blöder Noob. Pisser der. Lass ihn dich wenigstens sehen oder nah rankommen. Dann kriegst du noch Punkte. Und. Oh, hier ist der doof. Nee, bleib so lange drin, wie es geht. Kriegst du mehr Punkte. Desto länger du im Spiel bleibst, desto mehr Punkte kriegst du. Wenn sie verreckt, lass sie verrecken. Mal schön erwischen lassen, dann kriegt sie mich nochmal ein paar Punkte. So. Nee, da werden dir Punkte abgezogen. Wirst gleich sehen. Minus bla bla. Wird das abgezogen? Ja. Naja. Achso. Ja, Zuschauen geht nicht. Die ist wahrscheinlich mit rausgerannt, wa? Jo. Okay, liebe Freunde. Da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Kill. Tschaußen.